Ledian ist ein Pokémon mit den Typen Käfer und Flug, existiert seit der zweiten Spielgeneration und ist die Weiterentwicklung und letzte Entwicklungsstufe von Ledybar. Ledian ist ein mittelgroßes, zweibeiniges und Marienkäfer-ähnliches Pokémon, das rot, beige und schwarz erscheint. Der gesamte Kopf ist bis auf den beigen unteren Teil des Gesichtes und einem schwarzen Punkt auf der Stirn rot gefärbt. Füße, Rücken und die Außenseite der Deckflügel sind ebenfalls rot. Auf den Deckflügeln sind dann noch drei schwarze Punkte sichtbar. Und der Bauch und die Innenseite der Deckflügel sind beige gefärbt. Zusätzlich ist dann noch auf dem Bauch ein senkrecht und auf dem Rücken ein waagerecht liegender dünner schwarzer Streifen erkennbar. Hals, Beine und Arme sind schwarz gefärbt und der Kopf ist oval und insgesamt etwas dicker als der Torso. Die großen ovalen und blauen Augen liegen seitlich am Kopf, zwei lange abgeknickte Fühler wachsen aus der Stirn und der kleine Mund macht das Gesicht vollständig. Ein kurzer Hals verbindet den Kopf mit dem Torso und hat Ledian seine Deckflügel geöffnet, kommen die beiden dünnen, durchsichtigen Flügel zum Vorschein. Vorne befinden sich am Torso die vier Arme mit den dicken weißen Händen, die rundlicher Gestalt sind, und schließlich befinden sich am unteren Teil des Körpers die beiden Beine mit den Füßen. In seiner Shiny-Form sind alle roten Körperteile in einem kräftigen Orange gefärbt und der Torso und die Innenflügelklappen sind dagegen leicht gelblich. Dabei bildet Ledian die erste und einzige Entwicklungsmöglichkeit von Ledybar, die auf Level 18 in den Pokémon-Spielen durchgeführt wird. Das einst augenscheinlich nur Merkmale eines Käfers aufweisende Pokémon verzeichnet nun eine deutlich veränderte Körperstruktur. Die beiden hinteren Füße von Ledybar sind nun deutlicher als solche zu erkennen, während die vier Arme kaum eine Veränderung durchleben durften. Die Augen sind wie gesagt nun blau gefärbt und die Grundfarbe wechselt von Orange zu einem tiefen Rot. Mit seinen beiden Typen ist es immun gegen Bodenattacken, nimmt Viertelschaden gegen Pflanzen- und Kampfattacken, halben Schaden gegen Käferattacken, doppelten Schaden gegen Feuer-, Elektro-, Eis- und Flugattacken und vierfachen Schaden bei Gesteinsattacken. Der Rest macht normalen Schaden.